Willkommen zu Let's Play Sims 4 mit unserer kleinknuffigen Familie. Hayao ist gerade wieder zurückgekommen und ist ordentlich am Stinken. Deswegen gehst du, kleiner Racker, gleich mal duschen. Ach, Simon wollte ihn gerade Hallo sagen, ne? Das kannst du ihm vielleicht, ja, Moment, machen wir vorher. Das wollen wir nicht unterbrechen. Bitten, Cowboy-Tanz zu machen, freundlich, Smalltalk, nach Tagfragen machen wir mal. Und dann nehmen wir das hier einmal kurz raus. Ich hoffe, er tritt nicht ins Häufchen. Er ist geschickt drumherum gelaufen und kann dann danach einmal duschen gehen. Wie geht's unseren Tierchen? Da sieht alles supi aus. Ja, uns geht's super. Es sind viele Punkte, die ich ganz gerne in diesem Part ansprechen möchte und eventuell auch umsetzen möchte. Ich weiß bloß nicht. Komm, lass uns ein bisschen boxen. Was, boxen? Aha. Upsi. Mögt ihr euch? Macht der kleine Stress? Aha. Wer will was? Gleich brennt hier der Baum. Braucht ein bisschen Spaß, ne? Aha. Jetzt seid ihr in der Überzahl. Soll ich dir helfen? Kein Problem. Will ich mal ein bisschen hier Fässchentraining machen? Das wäre ja lustig. Da gibt's ein Äpfelchen. Das habe ich mir auch verdient. Fröhlich, fröhlich. Okay, Sache Nummer 1 wäre auf jeden Fall, ich möchte ganz gerne hier das Ganze, unser Grundstück, ein bisschen versuchen zu umzäunen. Da ich die letzten Parts hier nicht wirklich irgendwie ein bisschen gebaut habe, würde ich eigentlich jetzt hier erstmal anfangen. Ich würde ganz gerne das erstmal so mit dieser Hecke machen, dass wir uns komplett rumziehen. Ich weiß bloß nicht, ob ich das gleich so schnell hinkriege. Also, bitte verzeiht's mir, wenn ich da noch ein bisschen... Ihr habt ja gerade gesehen, was dann passiert. So, dann drehen wir das einmal hier ein bisschen rum. Ich guck mal, dass es hier irgendwie... Ne, ich zoome mal ein bisschen weiter rein, sonst sehe ich das hier nicht. Dass wir uns hier die Sachen ein bisschen rumtüdeln, weil ich glaube, ich muss ja die Mauer ziehen, um dann eine Hecke zu machen. Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. So, jetzt haben wir hier einen geschlossenen Raum, perfekt. Und jetzt muss ich nur die Hecken suchen. Pflänzchen. Kann ich die kopieren? Ich weiß gar nicht. Gucken wir mal. Hohe Hecke. Ah ja, perfekt. So, so. So, ich sehe da noch was. Da hat sich noch so eine Wand reingeschlichen. So, jetzt möchte ich ganz gerne noch... Vielleicht, ich probiere mal das aus, ob ich hier den Zaun von unserem Paddock ein bisschen wie wäre das denn jetzt mal nice to know, wie sieht denn das aus, wenn ich das so komplett mit Hecke mache, entweder so. Bin ich mir nicht sicher. So würde ich es auf jeden Fall lassen. Das sieht schon mal gut aus. Und dann mache ich hier auf jeden Fall erstmal abschließend für alle Pferde. Okay, das lassen wir erstmal. Ich weiß nicht, ob unsere Ziegis und Schiebis dann auch rauslaufen. Deswegen, ich hoffe, das hat jetzt so funktioniert. Da gibt es schön Pflege für Caio. Hayao ist gerade duschen. Wir gucken uns mal nach den Bedürfnis um. Simon müsste eigentlich ein Schläfchen machen. Was machst du da? Noch Müll wegwerfen? Sehr vorbildlich. Danke, danke. Keks geht's auch wieder nicht gut. Ich glaube, er hat ein leichtes Hüngerchen. Das war also Punkt Nummer 1. Erstmal unsere Ranch ein bisschen abzuschließen, zu erschließen, damit wir einen Anhaltspunkt haben, wie viel Platz haben wir, um dann peu à peu... Komm, füll mal einmal hier auf. Zum Essen rufen. Was hast du da noch? Erdnussbutterkekse. Wer huscht da vorbei? Ah ja, Imuli. Sonst ist Caio immer derjenige, der hier umherrennt. Huch. Okay. Einfach mal hin teleportiert. So. Einmal aufgefüllt. Dann kannst du jetzt mal ein Schläfchen machen. Wir haben es ja schon 7:15. Wobei, nee, geh mal duschen. Oder ja, jetzt komm, jetzt lasse ich dir deinen Erdnuss-Sandwich da essen. Das hast du jetzt schon zweimal probiert. Okay.
Okay. Und danach gehst du duschen und dann ein. Kannst du mal auf Toilette gehen und ein Schläfchen machen. So, Keks macht Fresschen. Ich habe halt auch gemerkt, dass ich in meinen Parts mal ein bisschen wenig auf unsere Tierchen achte. Deswegen möchte ich da ganz gerne ein bisschen mehr drauf eingehen. Da mal wieder ein Häufchen. Ich weiß nicht. Also bisher muss ich sagen, bin ich mit der Hecke hier eigentlich so recht zufrieden. Ich finde das ganz knuffig. Hat mich auch mega gefreut, dass Keks das letzte Mal baden gewesen ist. Da gibt's ein bisschen Schmusi für Fluffel. Und dann werde ich zum nächsten Part gehen. Das wird erstmal Hayao sein. Haben wir denn noch Essen oder willst du hier was zu essen machen? Gebackene Schokomousse. Oh, Fabian hat ganz allein die Hausaufgaben gemacht. Wie geht's dir eigentlich? Mit Hayao plaudern. Genau, nee, machen wir erstmal Hayao. Machen wir erstmal Hayao, genau. Und zwar haben wir oft das Problem gehabt, dass wir, oder was heißt öfters, wir haben permanent haben wir ein Monster unterm Bett. Und da gibt es eine Pflanze. Ach, kann man auch da hinstellen, ne? Machen wir mal so. Oder hier, dann sieht Fabian auch das Bildchen. Es gibt ja eine Pflanze, die so, eine Lampe. Diese müsste es, glaube ich, sein. Der rätselhafte und betörende Kolala hat sich in eine Wandlampe verwandelt, um die Träume deiner Kinder zu bewachen. Lass dich nicht von seinen süßen Äußeren täuschen. Den Kolala, der Verteidiger, kämpft mit seinem grellen Licht gegen Monster aller Art, besonders gegen die unter dem Bett. Die wir mal nutzen. Was ist das eigentlich? Ein schöner Blickfang für jedes Grundstück. Mit dieser Wandlampe, die alle Basics-Funktionen erfüllt, holst du dir ein kleines Stück Natur ins Haus. Dies ist die perfekte Lampe für alle, die eine effektive und hübsche Beleuchtung ohne nützlichen Schnickschnack suchen. Vielleicht mal kann ich gleich mal draußen probieren. So, die kommt dann hier hin. So, gucken wir uns mal ganz kurz an, die verschiedenen Lämpchen, die es so gibt. Die dann vielleicht bei ihnen auch hinpassen. Das geht eigentlich fast nahtlos über, ne? Das würde ich so lassen. Und jetzt können wir mal gucken, die Lampe, haben wir dann genug Beleuchtung für hier draußen? Da haben wir unsere Lampen. Entschuldigung. Bräuchte ich da noch irgendwo? Momentan, ich könnte mir eigentlich gut vorstellen. Da draußen haben wir. Gibt's auch unterschiedliche? Mal angucken hier mit Blättchen. Puh. Welches waren das jetzt? Dieses? Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir hoffentlich dafür gesorgt, dass Fabian jetzt besser Schläfchen machen kann. Ihr habt euch lieb? Ja, wir haben uns sehr lieb. Essen habt ihr hoffentlich noch genug. Was? Ah, Mann. Also hier ist echt viel Leben auf unser Fat Ranch. Das freut mich riesig. Wie geht's Hayao jetzt? Bedürfis? Fluffel, ganz schön viel Schmuse hier. Kümmere dich auch ein Körnchen. Da wird sich unterhalten. Ich glaube, Kayo rennt wieder umher. Was für ein schöner Tag. Was ist da los? Guck mal, Keks will Gassi gehen. Ja, dann. Auswahl. Tierpflege. Oh, waren das Spazierengehen? Machen wir einen kurzen Spaziergang. Toll, einen kurzen Spaziergang. Dann könnt ihr eben... dann einmal spazieren gehen, so Hayao, jetzt zu dir. Also pass auf, bevor du ein Schläfchen machst, wir werden es so machen, dass wir, um hier drinnen das ein bisschen sozusagen uns zu erleichtern, nicht mal darauf zu achten, dass wir irgendwie sauber machen müssen, werden wir uns ein Butler engagieren, würde ich sagen. Müssen wir dann nur kurz gucken, wo wir das dann oder wie wir das machen mit Bettchen. Weil ich muss ja auch ein Bettchen hinstellen, das ich dann zuweisen müsste. Service engagieren.
Da muss ich nur kurz gucken. Hier. Für 175 Simoleons plus 12 Simoleons die Stunde. Dann machst du das mal. Dann haben wir da ein bisschen für gesorgt. Da wird es hoffentlich ein bisschen spazieren gegangen. Und eventuell, wenn es dann noch vonnöten ist, werden wir uns eine Haushaltshilfe eventuell holen. Nee, noch nicht Schläfchen machen. Moment. Die Butler Akademie Windenburg hat einen ausgezeichneten Butler für dich, der schon bald für bei dir einziehen kann. Er wird im Laufe des Tages bei dir vorbeikommen. Bitte weise ihm bei seiner Ankunft ein Bett zu, in dem er schlafen kann. Wenn du deinem Butler eine Privatunterkunft zur Verfügung stellen möchtest, kannst du einen Bereich mit Türschlössern abtrennen. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee, wenn wir noch so irgendwie so einen kleinen Anbau hätten. Da hätte ich auf jeden Fall auch Lust drauf, aber das ist halt dann wieder so eine Bausache, die wir uns dann eventuell widmen werden, früher oder später. Da wird Gassi gegangen. Kann ich vielleicht ein Bildchen machen? Von euch auch mal vielleicht so auf dem Thumbnail was haben. Muss nur kurz. Ach. Man switcht auf Kaio und hat gleich ein Häufchen. Man sieht mich gar nicht. Ich habe hier nur das Sims-Symbol da im Hintergrund. Machen wir das mal eben so. Okay. So, geht ihr Gassi? Jetzt guck mal kurz. Oha, wer kommt denn da? Guten Tag, guten Tag. Dort haben wir... Kennen wir dich? Jamie Wilson. Hm? Fabian kennt ihn. Hayao auch. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Haben wir schon mal... Nee, wir haben noch nie eigentlich einen Butler gehabt. Nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage. Über Karriere lügen. Kann erstmal Hallo sagen. Nach Karriere fragen brauchen wir nicht. Willkommen heißen wäre ja mal irgendwie so eine tolle Sache. Interessen reden. Tier vorführen. Beschweren. Ja, genau. Am besten hier reinkommen und beschweren. Tiefgründige Gedanken. Genau, stell mal deinen verrückten Plan vor. Das ist doch was. Upsi. Ein bisschen Rückenweh habe ich. Hä? Hayao? Ach, da ist er. Boom, 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 boom. Da hinten geht's wieder los. Pleasy. Zarfweb. Inka Chij. Bina. Joza. Kroki Hartug. Koniba. Harbin Batul. Hä? Jetzt mach von euch auch noch ein Bildchen. So. Ich muss gleich mal gucken, wo ich hier gelandet bin. Denkt das ich. Ich guck gleich auch auf Google Maps. Wie geht's eigentlich? Wo ist Simon? Ah, hier. Ah ja. Simon ist halt ziemlich müde, ne? Er macht auch noch einen kurzen Spaziergang, ne? Ist halt gleich wieder zurück, bevor es dunkel wird. Es reicht langsam. Okay. Gucken wir kurz zu Hayao. Der geht ins Bettchen. Eigentlich wollte ich mit dir noch was machen. Was ist da los? Die müssen wir dann halt noch ein bisschen besser kennenlernen, was er also für Merkmal hat, würde ich sagen. Aber da Hayao jetzt Schläfchen machen geht, ist Fabian vielleicht noch wach? Guck mal, du kannst doch vielleicht Hallo sagen. Komm, die Figur zitieren. Mit Noten prallen. Nee, das brauchst du nicht machen. Alles sauber hier. Hier steht aber irgendwie ein Tee rum, ne? Nee, fließende Oolong-Tee. Was ist da draußen los? Angst im Dunkeln. Müssen noch ein Bettchen irgendwie noch besorgen. Aber scheint sich gut zu verstehen, ne? Oh, mir kribbelt's gerade ein bisschen halt. Einen Moment. So, Entschuldigung. Muss ich noch mal gucken, ob ich ihn vielleicht noch ein bisschen anpasse? Aber ich glaube eigentlich nicht. Weil die Frisur, die hat nämlich jetzt bei mir meinen Hainsiedler. Die haben jetzt, glaube ich, mehrere Sims schon bei mir.
Muss ich mal gucken. Toll. Das war ich ganz allein. Ich habe das Waschbecken kaputt gemacht. Dann macht er gleich wieder ganz. Okay. Warum ist denn Simon kokett geworden? Schönes kaltes Wetter, sagt Jamie. Wo sind die denn überhaupt? Wir sollten einen kurzen Spaziergang machen. Also... Hä? Ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Das ist auch kurz vor 11, kurz vor Mitternacht hier jemanden so hinterher zu laufen. Wo geht ihr denn da hin? Da wusste ich gar nicht. Guck mal, da haben wir noch ein Toilettenhäuschen. Hier steht noch, wie heißt sie? Juniper. Ich glaube, wir haben Staubflausch bekommen. Also das ist aber kein kurzer Spaziergang, oder? Prisha? Okay, ihr macht das schon. Jetzt müssen wir nur ganz kurz gucken, wie wir hier... ist einiges los mit der Uhrzeit. Ist sie das, wo wir das letzte Mal mit dem Pferdchen gesehen haben? Marissa Tracy? Ich bin mir da gerade unsicher. Meine Güte, sind die weit rausgelaufen. Wie wird sie unterhalten? Alles gut bei euch beiden? Haben sich nicht viel zu sagen. Okay, ob das was wird? Du könntest es aber mal ein Schläfchen machen. Hoffentlich diesmal ein besseres Schläfchen. Zack. Unsere Müllpflanze ist wieder gewachsen. Sehr gut. Kommt ihr jetzt mal zurück? Ich glaube, er fällt bald in Ohnmacht, wenn das so weitergeht. Oh, das sieht auch niedlich aus. Ja, wir machen Schläfchen zusammen. Ja, Schläfchen zusammen. So. Okay, ich hoffe, beide kommen jetzt wieder nach Hause. Ja, wow. Eigentlich wollte ich mit Hayao noch ein bisschen was machen, denn ich wollte ganz gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen. Zum Grundstück zurückkehren. Perfekt. Ich hoffe, du bringst Keks mit. Das was wird? Alles super hier. Keine Pfützen. Vielleicht stellen wir da noch eine Haushaltshilfe ein. Wäre ja eine lustige Angelegenheit. So, ich spule mal kurz vor. Ich hoffe, Hayao kommt dann... Hayao sah schon, Simon kommt dann mit Keks wieder zurück. Es dauert auf jeden Fall Ewigkeiten. Hast du Keks dabei? Warte auf mich, ey, du hast mich vergessen. Meine Güte, Simon. Ach, schon, okay, ich finde den Weg zurück. Lalalalalala. Können wir ein bisschen vorspulen? Ui. Okay, Keks findet hoffentlich den Weg von alleine wieder zurück. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Hier geht's. Meine Güte, Simon, Simon, Simon. Sag das nicht, Herr, dass du Keks einfach zurückgelassen hast. Kannst du hier noch jetzt ein Schläfchen machen? Ich weiß nicht, ob ich das in die Folge noch mit reingepackt bekomme. Müssen wir mal kurz schauen, wie Hayao denn... Muss er arbeiten? In 6 Stunden. Ach nee, guck mal, er hat repariert. Kein Problem für mich. Wir brauchen noch ein Bettchen für dich. Genau, du sagst es. Aber wo? Das ist halt die Frage. Wenn man hier noch irgendwie so ein Hochbett machen könnte. Das könnte man... Oder man macht hier noch... Jetzt muss ich kurz schauen, wie wir das hinkriegen. Warum geht das da nicht? Ist da irgendwas an der Wand? Moment, abbrechen. Wie sieht denn das Bett technisch aus? Hier, guck mal, die haben wir ja gar nicht hier. Passt aber wohl auch nicht rein. Vielleicht wegen der Lampe? So.
Und welches Bettchen kommt da drunter? Ein Köpfchenkratz? Oder ist es egal? Ah ja. Ja, ich denke, oder? Ach so, jetzt haben beide verschiedene Farben. Och, nicht, nein, nicht den Teppich. Bitte warten Sie. Vielleicht irgendwas, was zum unteren Bettchen passt? Das ist halt vom Holz, ist halt jetzt irgendwie ein anderes, ne? Nehmen wir mal ein Doppelstockbett. Und das andere Bettchen werde ich aber im Inventar platzieren. Und dann kriegt er dann sozusagen das obere Bett Butler zuweisen. Zack, perfekt. Dann habe ich den Punkt auf jeden Fall auch schon mal abgehakt. Nicht, dass man das vergessen, er dann irgendwie in Ohnmacht fällt. Hey, huhu, Simon ist zurück. 3 Stunden später. Kurzer Spaziergang, alles klar. Geht Jamie hin? Wo geht Simon hin? Beobacht mal ihn mal. Hier ist auch alles sauber. Was machen unsere Tierchen? Fluffel und Körnchen schlafen. Ich habe vielleicht ein bisschen Pipi gemacht. Aber ich könnte ein bisschen Spaß vertragen, oder? Ne, oh, Energie muss ein Schläfchen machen. Ich weiß noch nicht, ob sie sich mögen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich hoffe doch schon. Ich gehe jetzt Schläfchen machen. Kannst alleine Babyblödsinn hinten machen. So, jetzt schlafen natürlich alle. Aber es wird nicht vorgespult. Wahrscheinlich, weil Jamie wach ist noch, oder? Ah, er macht sogar Essen. Das ist ja sehr nett. Dann glaube ich aber, oh, werden wir das in den Part noch reinbringen? Weil ich glaube, ich möchte das eigentlich ganz gerne noch ein wenig, ja, auch länger zelebrieren. Ich kann euch auch schon mal sagen, was ich ganz gerne machen wollen würde, denn es kam mir vor mehreren Folgen, habe ich einen Kommentar bekommen als Vorschlag für unsere Namen, die wir unsere kleinen Tierchen haben. Und da kam, vielen Dank übrigens dafür, habe mich sehr darüber gefreut, über die Kommentare, der Vorschlag, dass euch der Name Kürbis gefällt. Und man doch ganz gerne irgendwie noch ein herbstliches mit Tierchen mit den Namen, was hatten wir, Walnuss oder Kastanien mitten dazu nehmen können. Und da ich jetzt in vorherigen Folgen sozusagen unsere Tierchen schon umbenannt habe, es gibt zwar zu essen, Chili. Das nimmt er sich auch gleich, ne? Das ist ja sehr nett. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, da ich ja die Namen umgeändert habe und die es eigentlich so lassen wollen würde, bin ich eigentlich zu dem Entschluss gekommen, wir adoptieren uns noch 2 neue Tierchen, ein Ziegi und ein Schäfchen. Und die kriegen dann den Namen Kürbis und Kastanie. Plus da würde ich ganz gerne, das würde ich dann glaube ich im nächsten Part machen, das nur schon mal kurz ansprechen, damit ihr da auch einen kleinen Überblick habt, was uns dann eventuell in der nächsten Folge erwarten wird. Weil ich glaube, das jetzt so schnell ein paar Minuten irgendwie dazwischen zu drücken, wäre glaube ich den Tierchen nicht gerecht. Und das möchte ich schon ein bisschen mehr dann zelebrieren. So, du kannst mal noch auf Toilette. Und was macht dir denn Spaß? Kannst du noch ein bisschen mit deinen Triceratops hier Spielchen machen? Hier draußen sind wir noch alle sauber, ne? Habt ihr es eigentlich geschlafen? Tatsache. Dafür machen... hat er gerade ein E gemacht. Hat da jemand ein Träumchen? Wer weiß. Ja, dann haben wir auf jeden Fall in der Folge, ich glaube, die werden wir heute ein bisschen kürzer gestalten, unsere Ranch ein bisschen eingezäunt. Wir haben uns einen Butler dazu geholt. Wir haben jetzt eine Kulala-Kulala-Lampe, die hoffentlich Fabian schöne Träume jetzt bescheren wird. Aber die beiden sind immer auf dem Fleckchen zusammen, ne? Das freut mich auch riesig. Toll, gleich mal erschreckt. Bist du verrückt? Ich habe mich so erschreckt, habe ich gar nicht kommen sehen. Was? Wo? Wer? Wie? Was? Wo ist jemand?
Ach ja, komm, machen wir noch so ein Bildchen zum Abschluss. Aber ich finde, wir haben, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Das macht auf jeden Fall immer mehr Spaß von Folge zu Folge, so mit neuen Tierchen dazu. Wir kriegen immer mehr Leben auf unserer Ranch. Wir haben so viel zu tun. Ja, komm, hast du jetzt hier ein Schläfchen? Ach nee, ich mache hier Babyblödsinn. Und es ist halt auch schön, einfach mal so ein bisschen das Leben hier ein bisschen zu beobachten. Und da geht einem auf jeden Fall schon das Herz auf. Sagte er und dann, ich glaube, Kayo macht dir gerne ein Häufchen hin, ne? Kann das sein? Man munkelt, man weiß nicht genau. So, auf geht's. Schmusen? Guck mal, haben sich lieb. Ja, dann doch, das ist so schön. Ist ein bisschen kalt. Aber trotzdem schmusen. Das war, glaube ich, ein schöner Abschluss für die Folge, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, ja, wenn euch der Part gefallen hat, ganz gerne wissen, mit einem Feedback, Daumen nach oben, Kommentar, freue ich mich mal riesig drüber. Wenn ich gemacht habe, lasse ich gerne ein Abo da, was ist keine Folge mehr auf dem Kanal. Und wie gesagt, in der nächsten Folge widmen wir uns dann unseren neuen Kleintierchen, die wir uns für die Ranch dazu holen. Und sagt bis zum nächsten Mal. Haut rein.